Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wundert euch nicht, dass ich schon wieder gleich aussehe. Ich habe euch gerade das Video zu meinem Koffer abgedreht, was ich so mitnehme. Ich packe meinen Koffer und nehme mit ins Krankenhaus. Und jetzt zeige ich euch meine Tasche, mein Handgepäck, was ich so mitnehme, was ich da so drin habe. Mein Travel Bag, mein Luggage. Mein Handluggage so ungefähr. Das ist einmal diese schöne Tasche hier. Die habe ich ganz neu, die habe ich bei eBay gekauft. Das ist so eine bunte und ja, die fand ich ganz schick. Ist auch von der Größe in Ordnung. Die hat, wie ihr sehen könnt, vorne drei Fächer. Also einmal, zweimal mit Magneten. Ich guck mal, ob ich euch das besser zeigen kann. So, jetzt seht ihr, bin ich zwar meinen Kopf abgeschnitten, aber ihr seht dann jetzt die Tasche, was ich da so raushole. Und dann fangen wir doch einfach mal hier vorne an. Und hier vorne habe ich einmal drin einen Spiegel. Da seht ihr jetzt mein MacBook, wie das so komisch zugeklappt ist fast. Dann mein Handdesinfektionsgel von Balea. Das war's dann hier, glaube ich schon. Ja, die geht noch mit Magneten zu, die Taschen. Ja. Dann haben wir auf der Seite noch eine Tasche. Das ist die gleiche. Und da habe ich drin Taschentücher. So, Sagrotan Desinfektionstücher. Meine Kopfhörer für unterwegs. Und noch so Halsschmerztabletten vom Kaufland. Und dann machen wir mal hier weiter. Geht's noch auf? Ja, es ist noch nicht zu voll. Da habe ich einmal mein Handy drin. In so einer Hülle. Das ist das Samsung Galaxy S5 Mini. Ich hatte ja mal das iPhone, aber wisst ihr, glaube ich, mittlerweile, dass ich es nicht mehr habe. Dann noch der Schultergurt zu der Tasche. Und noch meinen Schlüssel mit so einer Namenskette dran. Da steht übrigens auch mein Name drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das spiegelt verkehrt. Moment. Ja, steht auf jeden Fall mein Name drauf, meinen Schlüssel und einen Kugelschreiber. Und dann kommen wir auch schon zum großen Hauptfach. Das geht auch mit Reißverschluss auf und ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt. So schaut es ungefähr aus. Und ich zeige euch jetzt im Einzelnen, was ich da drin habe. Und zwar einmal habe ich meinen Cupholder dabei, der von Okidog. Für meinen Rollstuhl, dass ich da auch meine Flasche unterwegs reinstecken kann, wenn ich in der Klinik unterwegs bin, wenn ich wieder aus dem Bett darf. Dann einmal so ein Beutelchen, da habe ich dann drin so die Utensilien fürs unterwegs aufs Klo gehen, für die Hinfahrt, Müllbeutel, dann so Einlagen, dann Reinigungstücher, die ich zweckentfremdet habe fürs Klo.
und Babylauf-Desinfektionstücher, weil wir fahren ja mit dem Zug. Und ja, ihr wisst bestimmt alle, die schon mal mit dem Zug gefahren sind, wie die Zugtoiletten so aussehen und die Toiletten an einem Bahnhof manchmal so aussehen, und deswegen habe ich das dabei. Dann habe ich, zeige ich euch erstmal das in dem Fach da. Dann habe ich meine Kinderwagentasche dabei. Ich kann das eigentlich auch wieder hoch machen, weil ihr ja eh jetzt wisst, was das alles aus dem großen Fach kommt. Dann mein Geldbeutel, den habe ich letztens bei Müller gekauft, finde ich ganz schick in der Farbe. War reduziert und ist echt Leder und ich mag den total gerne, so kleiner, handlicher halt. Braucht man ja auch, man muss sich ja schließlich immer ausweisen können. Dann habe ich noch zwei DVDs dabei, einmal Coco The 1 und 2 für die Zeit im Bett, wenn mir langweilig ist. Es wird auch langweilig genug, Leute, das sage ich euch. Gut. Dann habe ich noch mein Evelyn Tangle Teaser dabei für unterwegs zum Haare kämmen. Da muss ich nicht die große Haarbürste mitnehmen und die kann im Koffer bleiben. Mag ich eigentlich auch ganz gern, macht die Haare auch gar nicht so kaputt, wie immer alle sagen. Dann noch mein aktuelles Buch, eine Tussi wird Mama von der Katzenberger. Das nehme ich auch mit. Dann habe ich noch ein Buch, was ich dann anfange zu lesen, falls das andere schon durch sein wird, was ich denke mal schnell passieren wird, weil wenn ich den ganzen Tag nichts zu tun habe und Fernseh gucken den ganzen Tag kann man auch nicht, habe ich noch ein Buch dabei, das heißt Schwerelos. Dann habe ich noch so ein kleines Lufthansa-Beutelchen dabei. Da mache ich eigentlich immer meine Papiere rein. Da wir dieses Mal nicht fliegen, ist es eigentlich egal. Aber da kommt dann die Einweisung rein, meine Krankenkassenkarte und die Zugfahrkarte und so. Dann noch meinen großen Kopfhörer zum Fernsehen gucken, da muss ich nämlich nicht immer den kleinen benutzen. Dann natürlich meine Kamera, meine Vlog-Kamera, kennt ihr glaube ich auch schon. Die habe ich auch schon bei Instagram gepostet. Das ist diese hier, da kann man dann sich selber schön filmen. Die habe ich dabei und ganz, ganz viele Ladekabel, ganz, ganz viele Speicherkarten natürlich, weil ich möchte ja, sobald es mir etwas besser geht, ein bisschen für euch vloggen. Mal gucken, ob ich das kann oder wie es überhaupt ist. Ich habe auf jeden Fall vor, ein paar Videos vielleicht für euch zu drehen oder mal so einen Krankenhausalltag mit mir. Ja, falls euch das interessiert, natürlich. Dann habe ich noch meine Sonnenbrille dabei. Ich weiß, es ist fast November, aber man weiß ja nie, wann die Sonne blendet. Die Sonne kann auch im November noch blenden. Und deswegen habe ich die auch dabei. Dann was für die Fahrt zum Knabbern oder für ins Krankenhaus. Aber ich denke eher für ins Krankenhaus, und zwar von Bleib gesund, diese Cranberries, die schauen so aus. Und dann ist die Tasche eigentlich fast schon leer. Aber ihr seht, da sind noch ein paar Fächer. Und hier an der Seite ist noch ein Reißverschlussfach. Das könnt ihr jetzt ganz schlecht sehen, aber ich zeige euch jetzt einfach mal kurz, was ich da drin habe. Und zwar einfach so ein Sightseal Bag. Da habe ich dann Brillenputztücher noch drin, Haribo
Pflaster, Kopfschmerztabletten, mein Asthma-Spray und Erkältungstabletten und Bonbons und so. Die habe ich alle da drin, weil ich finde, wenn das alles in einem Bag ist, dann ist es besser. Und dann habe ich hier den, noch ein Buch für Notizen. Ich möchte nämlich unbedingt diese OP ein bisschen dokumentieren. Ich habe sie ja schon mal gehabt, aber ja, ich möchte halt einfach dann den ganzen Ablauf so aufschreiben und auch so, wie es mir geht und wie lange was dauert und wie lange ich vielleicht eine Orthese tragen muss und so, weil ich denke, ich wäre auch froh gewesen, wenn mir damals jemand gesagt hätte, wie der Ablauf von so einer OP ist. Und da ich das bei der ersten OP nicht gemacht habe und das definitiv die letzte von den OPs sein wird, muss ich das diesmal unbedingt dokumentieren. Und dann habe ich noch auf der anderen Seite noch einen Film, und zwar Noelle. Den habe ich noch nicht geguckt. Mal gucken, wie der so ist. Vielleicht nehme ich auch noch einen Film mit, weiß nicht. Ich will ja auch nicht zu viel mitnehmen. Und dann habe ich noch Sims 3 dabei für meinen Laptop, muss ich noch installieren und das kann ich dann auch noch spielen in der Zeit. Und dann haben wir eigentlich nur noch hier die Seitenfächer, hier diese kleinen Dinger. Da habe ich dann nur Kaugummis drin. Und auf der anderen Seite ein Quetschi-Fruchtsnack von Baby Vita. Ja, das war's eigentlich, was ich so mit mir rumschleppe. Vielleicht nehme ich noch einen Film mehr mit. Wie gesagt, weiß ich noch nicht. Und ich nehme definitiv auch meinen Laptop mit und mein Ladekabel für mein Handy und das Ladekabel von der Kamera. Aber da ich das ja jetzt aktuell noch benötige, kann ich es noch nicht einpacken. Und das wird dann erst einen Tag vorher eingepackt. Genau, ich glaube, wenn ich jetzt mich hier so umgucke, dann war's das erstmal. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wie immer könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich vielleicht vergessen habe. Ach so, was ich vergessen habe, jetzt fällt es mir ein. Ich nehme natürlich auch noch so Oropax, so Ohrenstöpsel mit, weil ich einen sehr leichten Schlaf habe. Und ja, im Krankenhaus ist nicht immer so schön, wenn da dann fremde Menschen schnarchen oder so, dann kann ich immer schlecht einschlafen. Die nehme ich noch mit und auf jeden Fall noch eine Lippenpflege für meine Lippen, ein bisschen vielleicht auch einen Lippenstift oder so, mal gucken. Und ja, wie gesagt, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich vielleicht vergessen habe, was ihr immer so mitnehmt, ob ihr auch immer lieber zu viel als zu wenig mitnehmt, so wie ich. Ich gehe eigentlich immer nach der Devise lieber zu viel als zu wenig. Und dann würde ich einfach mal sagen, das war's von mir. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer ihr das Video seht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Now I call you split, cause you know that you will. Uh-oh, you buy your friend like chocolate. You said we go when nobody knows. Gotten seen under our petticoats. No, we never got a quitty, no, we never got a quitty, no. Now run away from the boys in the blue. All my car smells like chocolate. Hey now, think about what to do. Think about what to say. Think about how to think. Pause it, play, pause it, play, pause it. Oh, we go where nobody knows. Guns in under our petticoats. We're never gonna quit, no, we're never gonna quit, no. Yeah, we're dressed in black, head to toe. Guns in under our petticoats. No, we're never gonna quit, no, we're never gonna quit, no.
you're never gonna quit. Now you're never gonna quit. Now you're never gonna quit if you don't stop smoking it. That's what she said. She said we're dressed in black, head to toe. Guns hidden under our petticoats. And we're never gonna quit. No, we're never gonna quit, you know. Hey, now we're building up spears. We're approaching the hill, approaching the hill, approaching the hill. Oh, my hair smells like chocolate. Hey, now you say you're gonna quit, but you're never gonna quit. Go get it, go get it, go get it, go get it, go. Play cool. Oh, you said we go, nobody knows. Guns hidden under our petticoats. We're never gonna quit, no, we're never gonna quit, no. Yeah, we're dressed in black, head to toe. Guns hidden under our petticoats. No, we're never gonna quit, no, we're never gonna quit, no. Well, I think we better go. Seriously, we better go. Said the feds are here, you know. Seriously, we better go. Well, I think we better go. Said the feds are here, you know. Said Rebecca better go. Seriously, better go. Oh, we go, nobody knows. Guns in under our petticoats. We're never gonna quit, no, we're never gonna quit, no. Yeah, we're dressed in black, head to toe. Guns in under our petticoats.